Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Aus dem ersten und dritten Term können wir ein e hoch x ausklammern und aus dem zweiten und letzten Term können wir ein e ausklammern. So, überprüfen wir e hoch x mal e hoch x, das macht e hoch 2x, e hoch x mal minus 1, das ist minus e hoch x, minus e mal e hoch x, das macht minus e hoch x plus 1 und minus e mal minus 1, das macht plus e. Und hier stellen wir fest, dass wir in dieser Differenz denselben Faktor e hoch x minus 1 in beiden Termen haben. Also können wir den ausklammern und somit führt das zum Nullprodukt. Dieses Produkt kann nur dann Null sein, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist, also so. Und e hoch x ist gleich zu e hoch 1, das bedeutet, dass x 1 sein muss. E hoch x gleich 1, diese 1 können wir in die Form e hoch 0 schreiben und das bedeutet, dass x 0 sein muss und somit hat diese Exponentialgleichung genau diese zwei Lösungen 0 und 1. Und diese Übung ist schon beendet.